zu nehmen. Erzähl weiter. Werden erbracht werden müssen. Es wird tot. Es ist nur allzu verständlich, Angst zu haben. Gigantische Kräfte sind am Werk. Unendlich stärker als wir. Kräfte, die wir nicht zu begreifen imstande sind. Opfer werden erbracht werden müssen. Es wird Tote geben und Dunkelheit wird herrschen. Doch dies sind nur die Begleiterscheinungen eines Umbruchs. Und jeder von uns hat dabei eine wichtige Rolle einzunehmen. Sie sind optimistisch? Eine interessante Sichtweise. Denken Sie wirklich, dass das alles ein gutes Ende nehmen wird? Absolut. Je finsterer die Nacht, umso heller die Sterne. Und wir alle werden schon bald wieder hell erleuchten. Wir müssen lediglich daran glauben. Ich bin Ebernote Blackwood. Und diesen Ort habe ich gewählt, um meine Botschaft zu verkünden. Kommen Sie doch mal zu einer meiner Predigten. Charles Reed, erfreut, Sie kennenzulernen. Sie sind ein Blackwood? Blackwood. Sie sind ein Mitglied der großen Familie? In der Tat. Und zwar das Letzte. Ich bin der Erbe eines leeren Anwesens und einer Geschichte, die ihr Ende finden wird. Komm mir bekannt vor, ja? Später. Auf bald. Auf zur Unität. Dank Schnellreise, schneller. Ich muss zur Schnellreisestation hier und dann. Was verkaufen Sie, Mister? Ich sehe keine Waren. Ich verkaufe, was jeder in dieser Burg am dringendsten braucht: Sicherheit und Komfort. Sie sind ein Neuankömmling? Wo sind Sie untergebracht? Im Devil's Reef Hotel. Beim alten Victor. Ja. Der könnte mehr aus seinem Hotel machen. Und ein Mann mit Ihren Talenten könnte auch mehr aus sich machen. Interesse an einem lukrativen Auftrag. Ja, gib her, mal gucken, ob ich's mache. Sie haben Arbeit für einen Privatdetektiv, Mister. Für ein paar Patronen nebenbei bin ich immer zu haben. Das höre ich gern. Ich heiße Walter. Hey Walter. Und ich brauche jemanden, der sich um ein Problem mit meinen Immobilien kümmern kann. Es geht um die hiesige Fauna, wenn Sie verstehen, was ich meine. Hau raus. Immobiliengeschäfte sind riskant. Wie sind Sie dazu gekommen? Mein ganzes Leben lang habe ich mit Fisch gehandelt. Aber ich wollte mehr erreichen. Ich träumte davon, mein Geld als Vermieter zu verdienen. Also als jemand, der nicht arbeiten muss. Ich habe sehr sparsam gelebt und dann vor kurzem mehrere Häuser gekauft. Ich will sie an Flüchtlinge und Neuankömmlinge vermieten. Und ich habe sogar noch größere Pläne. Um was genau? Lassen Sie mich raten. Sie brauchen jemanden, der mit einer Waffe umzugehen weiß. Oder geht es um etwas anderes? Sie müssen diese Räuchergefäße im obersten Stockwerk meiner Häuser aufstellen und damit die Wildbeester verjagen. Und als Beweis brauche ich ein Foto von den aufgestellten Räuchergefäßen. Rauch der Wildbeester verjagt. Funktioniert das überhaupt? Sicher doch. Daran besteht kein Zweifel. Ich habe die Räuchermischung von einem vertrauenswürdigen Freund gekauft. Einverstanden. Geben Sie mir die Adressen. Man sieht sich. Früher konnte man hier sicher ganz gut leben. Warum gehe ich hier runter? Um ein bisschen Sport zu machen, okay. So, hier ziehe ich jetzt ein. So, ab in die Telefonzelle umziehen und dann ans andere Ende der Stadt. Schnellreise.
Aber Zockmorden will, dass ich Professor Harry Dog finde. Dazu muss ich Nachforschung anstellen und herausfinden, wo seine Expression angerufen hat. So weiter wurde. Praktisch, hinter mir. Wieso brennt das da? Okay, ich bin kein Experte, aber nicht, dass irgendwie ich glaube, da muss mehr Druck drauf und das weiter nach hinten. Habe ich das noch nicht entdeckt? Naja. Hey, kann ich auch nicht spielen, dann lasse ich es bleiben. Ist ja nicht so, als wäre ich hier der Typ, der alles kann. Ja, ich würde sagen links, zweite rechts. Weiter rechts und dann gucken, ob ich da einen Schnellreisepunkt finde, damit ich schnell wieder zurückkomme. Nachher lerne ich doch was an der Universität. Gefallenes Gebiet. Rechts, okay. Was laberst du? Nix. Hier, da steht. Moin. Und jetzt gibt's noch was zu rauchen hier, ne? Alles steht unter Wasser, aber Kippen sind noch trocken. Womit wir wieder bei Werbung wären. Braucht nicht. Sonst geht euch wie dem und ihr tragt ein Baby auf dem Rucksack, das aus einer Puppe besteht. Wheatley's Household Chemistry. Und da sehe ich doch schon wieder eine Telefonzelle. Gut, dann habe ich hier einen Schnellreisepunkt. Ich kann in die Unität gehen und was lernen. Was will ich in der Universität? Auftrag der Wache. Ich habe erst Auftrag der Woche gelesen. Derek Grimes bat mich, meine Erkenntnis mit einer auf den Tisch zu nehmen. Ja. Wendell hat sie geschickt, um mir die Bücher zu bringen, richtig? Nein. Sie verwechseln mich mit jemandem. Oh, ich bitte um Verzeihung. Die Bücher liegen mir sehr am Herzen und ich mache mir Sorgen. Ich habe bereits seit einer Woche nichts mehr von Wendell gehört. Vielleicht können Sie mir helfen. Natürlich würde ich Sie entsprechend entlohnen. Warum nicht? Was kann ich für Sie tun? Ausgezeichnet. Also, mein Name ist Samuel Hopes, Mitglied des Literaturzirkels Altara Pars. Charles Reed, Privatdetektiv. Gut, gut. Hören Sie, wir vermissen schmerzlich drei seltene Bücher. Das eine wurde zum Restaurieren gebracht und die anderen beiden verliehen. Ich bat Wendell darum, die entsprechenden Personen zu kontaktieren, aber ich habe nichts mehr von ihm gehört. Hier, die Bestandsunterlagen. Bitte finden Sie die Bücher. Sie sind sehr wertvoll. Aha, ist es also eins von Abdullah Hasred?
Warum sind sie so wertvoll? Es handelt sich dabei um das 3., 7. und 9. Buch aus der Feder des ergebenen Dieners. Die vollständige Sammlung, bestehend aus 11 Büchern, ist unser wertvollster Besitz. Der richtige Name des Autors ist unbekannt, aber er stammte sicherlich aus Oakmont. Ist klar. Okay, ich kümmere mich darum. Tschüss. Wiedersehen. Wie ich auch zielgerichtet auf den einzigen Typen zugehe, der mir eine Aufgabe gibt. Wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Willkommen in der Universität von Oakmont. Wie kann ich Ihnen helfen? Sing noch mal bitte ein Lied. Wissen Sie etwas über diese Falschflasche? Kennen Sie diese Flasche? Wissen Sie zufällig, woher sie stammt? Tut mir leid. Wir haben hunderte solcher Flaschen in der Universität. Verstehe. Können Sie mir sagen, was sie enthält? Wir brauchen eine Analyse. Ich bin mir sicher, jemand aus der medizinischen Fakultät kann Ihnen da weiterhelfen. Ich suche Professor Westbrook. Ich suche Professor Westerbrook. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Sie sind derjenige, der ihm die Exemplare bringt? Exemplare? Oh, vergessen Sie es. Er ist in der medizinischen Fakultät. Ich zeige Ihnen, wo sie ist. Tschüss. Schönen Tag noch. Wir sehen, Sir. Mir ist gerade danach ein Minipack zu bauen. Natürlich, wenn man Alkohol braucht, ist keiner da. Okay, das Campusgebäude-Gelände ist größer. Als ich dachte. Und jetzt geht mir gerade die andere Markierung auf den Sack. Da. So, einmal den Hauptpfeil voranbringen und dann hier kann ich rein. Moin. Ich grüße Sie, Sir. Willkommen in der medizinischen Fakultät der Universität von Oakmont. Ich heiße Samuel. Charles Reed, Privatdetektiv. Ich würde Sie gerne etwas fragen. Wo waren Sie letzte Nacht? Kennen Sie diese Flasche? Vielleicht können Sie mir sagen, was sie beinhaltet. Die ist aus unserem Labor. Davon haben wir viele. Was Ihren Inhalt betrifft, ich müsste ihn genauer analysieren. Könnten Sie das für mich tun? So eine Analyse ist nicht ganz billig. Außerdem sind wir im Augenblick leider in gewisser Weise verhindert. Was ist los? In unserem Labor tummeln sich, nun ja, Kreaturen. Professor Westerbrook betritt mit seinen Forschungen Neuland und etwas ist schiefgegangen. Enorm schiefgegangen. I could handle that. Wenn ich mich als Kammerjäger betätige, würden Sie diese Analyse dann durchführen? Kostenlos? Unsere Mittel sind begrenzt. Sie würden der Wissenschaft einen wertvollen Dienst erweisen, Mr. Reed. Wäre das nicht genug? Dann soll sich die Wissenschaft selbst einen wertvollen Dienst erweisen. Na schön. Kümmern Sie sich um die Kreaturen und dann führe ich die Analyse für Sie durch. Danke. Hier ist der Schlüssel zum Untergeschoss. An alle Mitarbeiter und Studenten der Universität von Oakmont. Fordern ist die Bildung der Organisation eines jedes obere Dringlichkeit, kurz IOD, auf dem Gelände der Universität verboten und kann zur Entlassung zur Exmatrikulation führen. Dies gilt auch für das Zuschaustellen ihrer Symbole, die namentliche Erwähnung derzeitiger oder ehemaliger Mitglieder und die Befürwortung ihrer Ansichten.
Es sind Berichte eingegangen, wonach die EOD im ganz Oakmont unter dem Deckmantel der Wohltätigkeitsarbeit Einfluss auf die Menschen nimmt. Diese Organisation ist gefährlich. Schönes Bild. Wenn man die EOD nicht erwähnen darf, darf man dann so ein Schild aufhängen, dass die EOD... Die Tür gibt nicht nach. Das Bild sieht komisch aus. Ah, guck. Schön, dass ihr so viel Munition hier rumliegen habt und es dich nicht interessiert, dass ich dich beklaue. Also überhaupt nicht. Ich nehme die andere Waffe. Ah ja, da kommt jetzt das Geräusch, wenn die abgehen. Wie kann man so ein Ding auch nur anfassen, geschweige denn sezieren? Ja, vor allem, wenn ich die erschieße, machen die den da und sind weg. Sieht ganz schön teuer aus. Die Universität von Oakmont verfügt über hohe finanzielle Mittel. Okay, und ich sehe gerade, wenn das Blaue... Oh Gott. Zum Glück ist die Kreatur tot. Warum wird sie überhaupt hier aufbewahrt? Okay, wenn das Blaue ab, geht runter und jetzt ist wieder hoch, weil ich... Ich gleich das nächste mitnehme. 10. März, ohne die lästigen Reglementierungen kann ich nun endlich meine Experimente ohne Einschränkung durchführen. Ich muss mehr herausfinden. Das Versuchsobjekt blieb am Leben, obwohl ich ihm die Hälfte der inneren Organe entnommen hatte. Faszinierend. Ich stehe kurz davor, die Biologie zu revolutionieren. 15. März. Ich entwickle eine Methode, mit der ich Gewebe reanimieren kann, selbst wenn es bereits seit mehreren Wochen abgestorben ist. Das ist... krank, monumental. Die Möglichkeit, die sich dadurch bieten könnte. Ob sich diese Methode auch auf den Menschen übertragen lässt? Ich brauche freiwillige Testpersonen. Und natürlich fange ich mit dem Protokoll Teil 2 an. Wozu auch von vorne anfangen zu lesen. Die Tesla-Spiegel. Hier sind Anatomiezeichnungen, das ist schön. Sind das Gehirne? Natürlich sind da Gehirne drin. Und hier ist der erste Teil. 2. März. Endlich habe ich ein lebendes Exemplar erhalten. Auch wenn auch das bisher kleinste. Meine Mitarbeiter nennen es Mr. Hanson. Aber ich muss mir eine offizielle Bezeichnung einfallen lassen. 3. März. Die ganze Nacht habe ich mir Gedanken über meinen Namen gemacht und mit ersten Experimenten begonnen. Die Kreatur hat sich als außerordentlich resistent gegenüber Säure, Stromschlägen und allen mir zur Verfügung stehenden Giften erwiesen. Ihr Gekreische wird mir jedoch nicht so schnell aus dem Kopf gehen. Gestern Nacht hatte ich eine Vision. Tausende Hände umhüllten mich
wie eine Bettdecke und ich hörte einen Namen. Stygischer Schnitter. Und ich krieg wieder Visionen. Gut. Hopp. Raus. Servus. Das Labor ist wieder frei. Ihr Labor ist frei von sämtlichen Fremdkörpern. Ausgezeichnet, Mr. Reed. Sie haben uns sehr geholfen. Jetzt können wir uns wieder an die Arbeit machen. Viel Spaß dabei. Was die Experimente des Professors betrifft. Ihr Labor ist interessant. Was hat es mit den Experimenten an diesen Kreaturen auf sich? Sie sind faszinierend, nicht wahr? Ja, total. Ein unanfechtbarer Beweis für eine bis dato unbekannte evolutionäre Entwicklung. Oder so. Kann man uns da die Experimente verübeln? Vielleicht nicht. Aber da unten ist so viel totes Fleisch. Das lockt ungebetene Gäste an. Haben Sie sich darüber keine Gedanken gemacht? Nun ja, nicht wirklich. Sie haben recht. In Zukunft werden wir vorsichtiger sein. Nun sind Sie aber da. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Hier, die Flasche, damit Sie die Analyse durchführen können. Richtig. Warten Sie hier. Sollte nicht allzu lange dauern. Wir haben unsere Analyse abgeschlossen, Sir. Es handelt sich um Rezin. Rezin? Ein äußerst giftiges Protein aus den Samen des Wunderbaums. Das Gift wirkt langsam, ist für Menschen aber tödlich. Ja, yippie-ja-je. Wo bekommt man Rezin? Wo bekommt man Rezin? Auf Rezept? Man kann so ein Gift ja bestimmt nicht in der Apotheke kaufen. Ja, Rezin ist in der Tat schwer zu bekommen. Allerdings haben wir eine kleine Menge zu Forschungszwecken hier. Oder hatten. Ich fürchte, dass das Rezin aus unseren Beständen stammt. Das Etikett stimmt zwar nicht, aber die Flasche sieht definitiv wie eine von uns aus. Wo haben Sie sie her? Von einem Tatort. Jemand hat versucht, damit Fisch zu vergiften. Wie schrecklich. Ich muss jeden in der Universität davon in Kenntnis setzen. Wer hat Zugang zu Ihren Giftbeständen? Wer hat Zugang zu dem Ort, an dem hier Gift aufbewahrt wird? Nur Professor Westerbrook hat den Schlüssel. Sein Büro ist oben, direkt neben dem von Professor Cavendish. Allerdings ist Professor Westerbrook nicht da. Er ist seit ein paar Tagen krank und Professor Cavendish ist im Urlaub. Wo wohnen Sie? Das weiß ich nicht, aber vermutlich irgendwo im Stadtteil Advent. Die meisten Lehrkräfte wohnen dort. Warten Sie, glauben Sie etwa, es war einer von Ihnen? Ich ermittle in alle Richtungen. Darf ich nach oben? Ich, in Ordnung. Das ist eine ernste Angelegenheit und ich will Ihnen helfen. Hier ist der Schlüssel. Aber bitte bringen Sie nichts durcheinander. Uff. Erzählen Sie mir von Ihnen. Ich würde gerne mehr über Ihre Professoren erfahren. Was genau wollen Sie denn wissen? Westerbrook. Ich wüsste gerne mehr über Westerbrook. Er leitet unsere Fakultät. Er arbeitet hier seit mindestens 30 Jahren. Kaum jemand ist länger hier als er. Wie Sie bereits gesehen haben, interessiert er sich vor allem für die Wirebeaster, die seit kurzem unsere Stadt unsicher machen. Ja, Sie haben hier eine ziemlich einzigartige Fauna. Ich weiß nicht, wie Mr. Throckmortons Männer das geschafft haben, aber sie haben lebende Exemplare für die Forschungen des Professors beschafft. Er glaubt, dass er kurz vor einer bahnbrechenden Entdeckung in der Evolutionslehre steht, von der seiner Meinung nach die gesamte Menschheit profitieren wird. Manche Dinge wären für die Menschen vielleicht tot besser als lebendig. Sie sind kein Mann der Wissenschaft, oder? Der Tod ist kein guter Lehrmeister. Kommt drauf an, wenn der den anderen passiert, vielleicht... Kuckuck, weg. Und was ist mit Cavendish? Was können Sie mir über Professor Cavendish sagen? Er gehört zu den brillantesten Köpfen, die wir hier haben. Ein Doktortitel schon mit 25, das muss man sich mal vorstellen. Seine Kenntnisse in Biochemie suchen ihresgleichen. Er würde einen Nobelpreis verdienen, wenn er seine Studien denn abschließen könnte. Was hindert ihn daran? Ich weiß es nicht genau. Irgendwelche Familienprobleme... Er ist deswegen schon länger verschlossen, reizbar und nicht ganz bei der Sache. Ich hoffe, er kann diese Probleme bald hinter sich lassen. Sein Talent wird hier gebraucht, vor allem in finsteren Zeiten wie diesen. Ja. Tschüss. Man sieht sich. Rezin. Ich würde gerne noch einmal über Rezin sprechen. Sicher. Was möchten Sie wissen? Gegenmittel. Gibt es ein Gegenmittel für Rezin? Leider nein.
Sobald es in den menschlichen Organismus gelangt, ist das das Todesurteil. Echt jetzt? Welche Symptome? Woran erkennt man, dass jemand mit Rizin vergiftet wurde? Es dauert mehrere Tage, bis sich die Symptome zeigen. Anfangs deutet alles auf eine ganz normale Erkältung hin. Aber dann kommt es zu inneren Blutungen und Organversagen, was schließlich zum Tod führt. Zu keinem angenehmen Tod, wohlgemerkt. Okay, ich habe da keine Erfahrung im Sterben, aber ich glaube, ich gehe gerne. Man sieht sich. Wir sammeln das. Alles gut. Eine Mappe. Die Mann eingebracht sind in der Dill. Das sind die sehr Wirtschaftsstätten. Oberes Stockwerk, gehe ich jetzt rein. Dachte ich mir, dass die nichts miteinander zu tun haben, aber egal. Ich gehe jetzt die Treppe rauf.